Ja, hallo liebe Mitglieder, hier ist der Fabian wieder. Ich melde mich zurück und zwar für ein nächstes Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich wünsche euch erstmal allen frohe Ostern und ja, passend zum Thema Familienbrunch mit den Liebsten. Danach ist auch immer ein bisschen Sport angesagt, dass man wieder die Kalorien wieder runterbringt. Heute geht es um das Thema Stretching, ja, das heißt auch vor allem nach dem Sport, dass man ein bisschen runterkommt und ja, ein paar Dehnübungen einfach für euch zum Nachmachen. Wir fangen einfach ganz normal an mit der ersten Dehnübung für den Po. Das heißt, Zehenspitzen sind angezogen, ein Bein kommt übers andere und mit dem Ellenbogen drücken wir jetzt an das Knie dagegen und halten in der Position. Wichtig ist, dass die Zehenspitzen angezogen sind und dass der Ellenbogen gegen das Knie drückt und so den Widerstand erzeugt. Genau in der Position bleiben und halten in der Position. Circa 20 Sekunden und dann auf die andere Seite rüber wechseln. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite, Zehenspitzen wieder anziehen und mit dem anderen Ellenbogen dagegen drücken. Gut, dann gerne die Beine kurz ausschütteln. Ist auch immer ganz wichtig. Nächste Übung für die Oberschenkelrückseite, auch die Sehnen, Kniesehnen hinten. Zehenspitzen anziehen und dann gehen wir langsam nach vorne und versuchen die Zehenspitzen zu erreichen. Wenn wir sie erreicht haben, halten wir kurz. Wichtig ist, dass die Knie gestreckt bleiben. Ja? Langsam wieder zurück, wirklich schön langsam, ist auch ganz wichtig. Kurz ausschütteln und wir gehen ein zweites Mal nach vorne. Und halten. Schütteln. Nächste Übung ist ganz wichtig für die Leistenbereiche. Heißt, wir nehmen beide Füße nach hinten, die Fersen führen wir zusammen und jetzt ist ganz wichtig, dass wir den Oberkörper aufrecht halten, der Rücken ist gerade und die Ellenbogen gehen an die beiden Knie seitlich dran und drücken die nach unten. Und in der Position halten wir. Wenn ihr das richtig macht, sollte schön Spannung hier in den Leistenbereichen zu erkennen sein. Wichtig ist auch ruhig zu atmen, ja immer ein- und auszuatmen und dann langsam wieder zu lösen. Einmal kurz nach vorne durchstrecken. Dann stehen wir auf. Nächste Übung für die Wadenmuskulatur. Wir bringen ein Bein nach vorne, das andere nach hinten. Beide Beine zeigen nach vorne, beide Fußspitzen zeigen nach vorne parallel. Dann gehen wir nach vorne mit dem Knie und hinten strecken wir das Bein. So dehnen wir die Wadenmuskulatur in der hinteren Wade, in dem Fall bei mir jetzt im linken Fuß. Und schön versuchen, stabil stehen zu bleiben. Oberkörper gerade, Rücken gerade. Wechsel auf die andere Seite. Einfach den Fuß, den wir vorher nach hinten gestellt haben, kommt jetzt nach vorne und der andere
geht nach hinten und wird gedehnt. Auch hier wirklich ruhig atmen und einfach die Dehnübung auf sich wirken lassen, ganz wichtig, ja, konzentrieren. Gut, gerne kurz ausschütteln, die Wadenmuskulatur wieder. Dann nächste Übung für die Oberschenkelmuskulatur. Da ganz wichtig, volle Konzentration auf das Bein, das am Boden steht, weil wir brauchen einen festen Stand. Ja? Am besten ihr sucht euch vielleicht einen Punkt aus, wo ihr euch fixiert und fokussiert, dass ihr euch auf diesen Punkt einfach so konzentriert, dass das Bein am Boden stehen bleibt. Das ist eine kleine Hilfestellung. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt hier nach oben und halten. Ja? Wichtig ist, dass der Oberschenkel nahe zum anderen Oberschenkel anliegt und dass hinten die Hand am Spann ist und nach hinten gelegt wird. Oberkörper ist gerade und die Knie sind eng zusammen, wie gesagt. Dann gerne kurzes Bein ausschütteln und dann gehen wir auf die andere Seite. Ganz wichtig, konzentrieren, dass ihr wirklich so stehen bleibt. Ja, auch gut fürs Gleichgewicht, für die Koordination. Gut, dann ausschütteln, wieder immer zwischendurch, ja, dass sich die Muskulatur wieder lockert. Nächste Übung. Wir stehen schulterbreit und versuchen jetzt mit den Fingern an die Fußspitzen nach unten zu kommen. Ja? Auch wieder für die Rückseite, aber komplette Rückseite, also Wadenmuskulatur und hinterer Oberschenkel. Und versuchen ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten zu gehen, bis wir unten angelangt sind. Knie bleiben gestreckt und halten in dieser Position. Und gehen langsam wieder nach oben. Wieder kurz ausschütteln. Dann noch ganz wichtig, um die Schultergelenke zu lockern, den Arm zu kreisen. Ja, wir fangen an mit dem rechten Arm. Der andere Arm bleibt am Oberschenkel fest fixiert und der rechte Arm bewegt sich nach vorne. Ja? Immer schön nach vorne bewegen. Ungefähr 10 Mal. Und dann wechseln wir auf den anderen Arm, auf den linken Arm in meinem Fall. Genau, und jetzt versuchen wir mit beiden Armen nach vorne zu gehen. Und das gleiche Spiel nach hinten. Eine letzte Übung habe ich noch für euch. Und zwar versuchen wir hier vor allem die Rückseite vom Trizeps ein bisschen noch anzuregen und zu dehnen. In dem Fall gehen wir mit einem Arm über den Kopf und der andere Arm drückt hier dagegen. Und in dieser Position bleiben wir. Und wechseln auf die andere Seite. Thank you.
So, nochmal schön ausatmen, runterkommen, dann nochmal ausschütteln, Arme und Beine. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch allen noch frohe Ostern und wir sehen uns bald hoffentlich wieder. Macht es gut, viel Spaß, bis dann.